Ja, liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Ich habe Post bekommen und ich bin extrem glücklich. Es ist was zum Basteln. Es ist aus dem Hause EXO Collections aus Frankreich. Da baue ich ja aktuell den Peugeot 205 GTI. Im Moment ging es nicht weiter, weil ja, ich hatte leider eine Lieferung wurde vergessen und die wurde jetzt nachgereicht und da geht es jetzt auch weiter. Jetzt ist aber was Neues angekommen und das packen wir jetzt erstmal aus. Ich freue mich. Es ist. Ach, ich hole das alles raus. Ich hole das erstmal alles raus und dann schauen wir uns das gemütlich an. Ja, liebe Freunde, da sind wir. Und zwar, wir bauen jetzt hier bei uns auf unserem Kanal den Porsche 917 KH aus dem Hause EXO Collections. Kennen wir, ne? Wir bauen ja auch, oder ich baue den Peugeot 205 GTI. Pausiert jetzt gerade, weil da eine Ausgabe fehlt, zwei Ausgaben fehlen. Sind jetzt auf dem Weg zu mir und dann geht es mit dem Peugeot auch weiter. Ich freue mich drauf, ich freue mich so riesig drauf. Und hierauf, ich denke, ich weiß nicht, ich habe auf den Kalender geguckt und ich dachte, es wäre Weihnachten. Auf jeden Fall, diesen Porsche 917 KH hat der Schauspieler Steve McQueen in dem Film Die 24 Stunden von Le Mans, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, hat er den gefahren. Ich werde den Film dann wahrscheinlich mal nachholen, mir den anschauen. Ich kenne viele Filme mit Steve McQueen, wundervoller Schauspieler, ganz toll. Ne? Und was soll man dazu noch sagen? Hervorragend. Ne? Also, das ist so die alte Zeit. Ich meine, früher waren die Filme, weiß ich, irgendwie besser. Aber egal. Es geht um das Modell. Und das Modell ist sagenhaft. Wirklich sagenhaft. Wir haben die ersten vier Ausgaben. Ne? Ich habe die Teile habe ich auch hier. Wir schauen uns jetzt erst einmal das Heftchen hier an. Ich muss noch gestehen, wir können nicht viel aus dem Heftchen vorlesen, weil die sind leider alle im Französisch. Wenn ich den Porsche baue, werde ich natürlich ja, wie die Teile heißen, die werde ich natürlich übersetzen lassen. Und damit ich dann ungefähr auch mal ein bisschen so sagen kann, was ich jetzt gerade verbaue. Ne? Aber es ist alles kein Problem. Das läuft ja auch mit dem Peugeot ja genauso. Gut, schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen so an, was da alles so mit drinne war. Sagenhaft. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, aber ich muss mich nochmal bei EXO Collections bedanken für die Zusammenarbeit. Wirklich ganz groß, ganz mega toll. Ich bin nicht so ein Autofreak, ne? Aber ich habe selber keinen Führerschein. Ich finde, wenn an. Was heißt, wenn ich jetzt ein Auto sehe, dann das sieht toll aus und sage ich auch, oh, ist das ein cooles Ding. Aber das ist wirklich. Ey. Ich möchte damit nicht fahren, aber ich würde mich gerne einmal mal reinsetzen. Das wäre schon was. Gut, wir blättern. Und was haben wir hier? Geschenke, genau. Geschenke. Wenn ihr ja abonniert, bekommt ihr, ich glaube, fünf Geschenke oder fünf Geschenke, glaube ich. Und zwar ist das einmal eine Schraubenbox. Immer sehr gut. Kann ich gut gebrauchen. Finde ich toll. Besonders jetzt, weil ich ja auch den Peugeot baue und ich habe nur eine Schraubenbox. Und dann kann ich da die Schrauben für den Porsche reinpacken. Sahnemäßig. Dann haben wir hier, ich muss auf die Übersetzung gucken, weil ich kenne die, ich muss das übersetzen. ja, das gibt es übrigens, glaube ich, in Box 2. In Box 3 kommt der, wie heißt der? Der Schneidezange, genau. Das ist die Schneidezange. Sehr nice, kann ich auch sehr gut gebrauchen. Dann haben wir mit der Box 5 ein Cappy. Und mit Box Nummer 10, boah, da kriege ich Gänsehaut, eine Figur. Eine 22 cm große Figur von Steve McQueen in seiner Rennfahrer, ja,
Montur von dem Film Le Mans, ja, oder die 24 Stunden von Le Mans. Ich bin sprachlos. Und dazu gibt es noch solche, eine Flexi-Lampe. Die kriegen wir dann auch dazu. Aber oh, das ist ein Traum, ist das wirklich. Ehrenplatz bekommt sie bei mir. Ja, und hier nochmal das Kappi. Wirklich mega toll. So, hier haben wir dann noch ein paar Preise. Ich glaube, die zweite Ausgabe kostet 7,99. Aber wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, weil ich weiß das leider nicht so. Kann das nicht so übersetzen. Hervorragend. Oh, es ist so genial. Ja, wir haben natürlich, habe ich noch einen Pappschuber bekommen für die Hefte. Ganz toll, war auch jetzt bei meinem, hatte ich auch jetzt bei dem, von dem Peugeot habe ich auch einen bekommen. Ah, ich bin glücklich. Ja. Das sind scheinbar die Maßen zu sein. 53,6 mal 25,4 und 11,5 Zentimeter. Das werden wir in einem anderen Video, werde ich das nochmal ein bisschen erläutern. Dann werde ich euch also ungefähr mal zeigen, wie groß der Wagen nachher so wird. Ne? Wir schauen uns jetzt erstmal nur so die Sache. Es ist halt jetzt erstmal nur so ein Vorstellungsvideo. Ach, ja, hier haben wir unten auch nochmal ein paar Bildchen. Ein paar Details. Es ist wirklich Liebe zum Detail, ne? Wenn man so reinschaut. Da, also ganz toll, ganz, ganz toll. Oh. Mir fehlen im Moment so die Worte. Wir schauen uns jetzt erstmal die Bilder einfach an. Das ist sagenhaft. So, hier haben wir, das ist glaube ich ein Scheinwerfer, ne? Ja, noch ein Bild von, ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Ausschnitt von Le Mans. Aber ich werde mir den Film, den werde ich mir, mal gucken, ob es hier mal Amazon gibt, dann werde ich mir den mal zulegen. Ach, so sieht das Ding von hinten aus. Boah, genial. Fettes Teil. Gut, das kommt hier hin. Das haben wir auch erledigt, die mit den Geschenken. Und ja, kommen wir mal kurz noch zu den Ausgaben. Da haben wir Ausgabe Nummer 1. Steve McQueen. Schade, dass es nicht in Deutsch ist, weil ich hätte gerne ein bisschen was so draus vorgelesen. Und da haben wir schon die ersten Teile. Da haben wir ja, eine Tür, das ist der erste Scheinwerfer. Nennt sich doch Scheinwerfer, ne? Also. Ja. Und diese Teile, das ist hier dann hier so die Übersicht, das werde ich übersetzen, damit ich dann sagen kann, jetzt, was weiß ich, IF oder 1F ist eine Scheibe oder so, ne? Damit ihr dann wisst, was ich da halt gerade jetzt so verbaue. Ja. Sehr schön. Ausgabe 2. Ich meine, wir werden die Ausgaben sowieso nochmal, wenn ich anfange zu bauen, werde ich die Ausgaben ja dennoch nochmal im Video zeigen. Da haben wir Reifen mit Felge.
und ein Lenkrad. Ich finde es schön, dass die Bilder, die fand ich schon bei dem Peugeot wirklich toll, dass die Bilder schön groß sind. Ja, die sind schön groß, man kann alles wunderbar erkennen, wie was zusammengebaut wird. Und das ist wirklich top. Finde ich mega toll. Auch wieder die Reifen aussehen. Ja, es ist wirklich, es ist so genial. So, da kommen wir zum dritten Ausgabe. Hier stehen auch noch ein paar Werte. Die hatte ich schon gesehen gehabt und da dachte ich mir, das werde ich dann auch mal kurz übersetzen, was das heißt. Na, also das ist wahrscheinlich, wie viel Zylinder und wie schnell er fährt und all die, ja, das ist ein Datenblatt halt, ne? Da haben wir wieder die Teile. Soviel ich weiß, gibt es auch eine Vitrine denn zu kaufen. Ich war vorhin mal ganz kurz bei EXO Collections auf der Webseite, hatte dann noch mal kurz geguckt und da war ich der Meinung, dass da eine Vitrine ist, die, ich glaube, die kam 99 Euro oder so. Ich habe eine hier für den Peugeot. Das ist wirklich ein Sahnestück, aber das werde ich euch dann noch zeigen, wenn das soweit ist, wenn ich, ja, wenn das Modell, ich sag mal, wenn der Peugeot einziehen darf. aber davor werde ich natürlich die mal ganz kurz zusammenbauen und euch die mal zeigen, wie groß die so ist. Ja. So, und Ausgabe 4. Porsche 904. Also verzeiht mir, ich kenne mich mit Autos wirklich nicht aus. Ich gucke mir ein Auto an und sage, oh, der ist aber schön. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja. Noch mehr Teile. Aber das übersetze ich später alles nochmal, wenn es zum Bauen geht. So, gucken wir uns nochmal kurz die Teile an, die wir so hier bekommen haben. Wir haben zwar jetzt ins Heft hier geschaut, aber hier nochmal so die Teile direkt. Sie sind schon wirklich ziemlich groß. Na, es wird ein ziemlich großes Modell. Das ist der erste Scheinwerfer. Tür. Ist das der Kofferraum oder das Heck oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Dann haben wir Schrauben einmal und einen Schraubenzieher. Sehr schön. EXO Collection steht drauf. Ganz toll. Ah, der sieht nice aus. Ich war letztens am Überlegen, mir einen neuen Schraubenzieher zu kaufen und ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Super, das ist die Ausgabe 1. Die Ausgabe 2, das war ja doch irgendwas mit genau. Ich weiß noch, das war ein Akt von, ach, das habe ich jetzt weggepackt gehabt, den vom Peugeot, den Reifen auf diese Felge oder wie das da heißt, zu kriegen. Oh, das war echt, wow, ein Graus. Mal gucken, mal schauen, wie das hier ist. Ja, hier haben wir Reifen, Firestone, das Lenkrad, Schrauben. Das ist, weiß ich nicht, es scheint auch, glaube ich, irgendwie eine Platte zu sein. Na, wir werden sehen. Dann haben wir Nummer 4, Nummer 3. Da haben wir ein paar mehr kleinere Teile. Wir haben Schrauben haben wir. Wir haben, ich glaube, das ist die Bremsscheibe, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist die Bremsscheibe. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Ich will mich da noch nicht festlegen. Eine
eine Feder. Ja, sehr schön, ne? Wirklich. Die Lampe leuchtet ein bisschen zu doll, das ist echt nervig. Und zur guter Letzt Ausgabe 4. Gehen wir nochmal so rüber. Da haben wir auch wieder Schrauben. Ist das ein Teil vom Motor oder? Ich weiß es nicht. Ja. Hervorragende Sache. Ich wiederhole mich. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Ich würde jetzt erstmal sagen, das war es jetzt erstmal von mir, das kleine Unboxing zu den Teilen des für den Porsche 917 kH. Ja, dann wird das erste Bauvideo jetzt demnächst auch kommen. Und ich freue mich. Am liebsten würde ich jetzt sofort anfangen. Aber es ist etwas spät in der Nacht und ich möchte mich gleich hinlegen. So, okay, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Porsche zusammengebaut wird, lasst gerne ein Abo da, kostet nichts, tut nicht weh. Würde mich freuen und ich verabschiede mich mit den Worten, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dann.